Ist ja super. Aber das wäre lieb, wenn sie mir verzeihen würden. Also, wir machen das jetzt so, wie ich es ja auch schon gesagt habe, ich sage dann auch nochmal. Wir kommen eventuell erstmal später wieder, wenn ein bisschen mehr gerade mit MD los ist, weil alle sind gerade nicht da. Dann würde ich es so machen, dass ihr dann später zum MD kommt. Ihr fahrt mit ein paar Medics von uns mit. Und dann gucken wir den ganzen Tag über, wie es läuft. Wird es gut laufen, können wir ein erneutes Bewerbungsgespräch machen. Sollte es Ja. halt nicht gut laufen, dann ist es halt so, dann kann ich auch nichts daran ändern. Ja, da haben Sie mir gerade was anderes gesagt. Ja, wir können nur reden, aber nicht ohne Einstellung, also ohne Einstellung auf jeden Fall. Ach so, ja. So können wir es ja auch machen. Weil, ihr solltet ja schon von eurer besten Seite zeigen. Ja. Weil ich verstehe nicht, ihr wollt, ihr kommt zum MD, ich kündige euch. Ihr fragt mich, dürfen wir jetzt zum MD? Dann, ich höre später, ich werde umgeschossen. Na, du wurdest ja nicht umgeschossen. Nee, 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 das wurde mir berichtet, dass ich Ach umgeschossen so. wurde, meiner Medics. Ja, genau. Dann, gestern Abend, kommt ihr wieder zu mir. Dann wart ihr beide auf einmal am Boden. Na, du hast mich abgeknallt. Ja, und dann hat eine Schlag ins Gesicht bekommen. Ja. Dann hast du hier mit bisschen mit meinem Kumpel geredet. Dann hast du ihn abgeknallt. Weil ich mich einfach abgefuckt hat. Weil wir kamen auf einen einzigen Nenner. Ja. Er sagt zu mir, es ist unnötig, wenn ich abschieße. Ich sag zu denen, es ist unnötig, wenn ihr Medics knallt. MD. Raum. Wir waren ja gestern Abend grund da hier, wir wollten ja nur schauen, welche Medics da sind. Haben Medic gerufen. Ja. 11. Was? Alles gut. Achso, kann ich weiterreden? Bitte. Ja, da wollten wir ja Medic holen. Hier, weil da eine Patient lag, der ja ausgeblutet ist. Und der eine Medic wollte ja ihn nicht helfen, dem Patienten. Bei der Welcher Tankstelle. Medik denn? Weiß ja nicht, wie er heißt. Gut. Das war auf jeden Fall der mit der Dosen ist und dieser andere Helfer. Ich habe ja seine Nummer drin. Das war Name eingespeichert. Nee. Wusste ja nicht, wie er hieß. Deshalb habe ich ihn genannt, Test gleich. Die Nummer ist ja 528 0647. Jetzt keinen Bock durch die ganze Fraktion zu durchgucken und wer dir diese Scheißnummer Ach, wie hast du viele Nummer drin? hat. Ja, ich habe genug Nummern. Um die 30 bis 40. Puh. Ja. Bis es da alle deine Medics mal durchschauen. Also ich meine nicht nur von Medics, generell ungefähr so. Dann plus noch Medics, ne? Das sind Ja. gerade einfach nur so Leute. Und ich bin relativ bekannt hier. Deswegen ist das Gute ist, ich kann halt die große Fresse haben. An sich, mir kann niemand was und wenn mir jemand was kann, am Ende, ich ruf die Leute an, auf einmal steht der ganze Staat hier vor der Typ, von dem Typen, weißt du? Ja. Das ist so das Gute an mir. Ich bin nett, Jungs. Ihr habt mich vielleicht von der falschen Seite kennengelernt, aber wenn man mich aufregt und dann ich schon davor genervt war, die ganzen Tage davor, und man mich dann ein bisschen falsch kommt, dann übertreibe ich jetzt gerne mal und du hast mal meinen Schlag oder meine Waffe raus. Ja. Das hat ihr ein bisschen gemerkt, oder Jungs? Ja. An Ja. sich, ich kann es gefühlt jeden Medic fragen. Ich bin sehr nett an sich, aber wenn man mir auf die Eier geht, dann ist es ganz anders. Ja, wir Deswegen. verstehen. Und ich sag euch, Jungs, wenn ihr wieder zum MD kommt, ne? Ja. Und ich schwör's euch, und ihr mir einmal auf die Eier geht, an einem falschen Moment, ist eure Kündigung innerhalb von 0, nichts unterschrieben. Ja, ich weiß. Weil bei mir seid ihr dann auf der Abschlussliste. Ja, ihr kommt mit zwei Wands rein, macht ihr eine falsche Entscheidung, seid ihr wieder raus. Na, wir waren ja gestern da, wie ich ja bereits gesagt habe, wegen hier Medic holen. Dann hat er gesagt, hier, da wollt ihr uns Geld geben, hier, dass wir verlassen. Habe ich ja dann die Summe gegeben, den einem Medic, 10.000.
Da wollte ich ja gehen. Und weißt du, was dann passiert ist? Internet ist dann disconnected. Ja. Sonst wäre ich ja nicht mehr hier gewesen, sonst. Wenn das Drecks-Internet hier nicht disconnected hätte. Sorry, dass ich Drecks gesagt habe. Alles gut. Na, aber es tut mir aus meiner Seite leid. Und wie gesagt, ich würde es dann so machen, dass eventuell heute so gegen Mittag, Nachmittag kommt. Und dann sage ich aber, ob paar nichts da sind, mit denen ihr mit, zum Beispiel mitfahren könntet. Und dann über den Tag berichten die mir halt dann mal was, wie Ja. es lief. Wenn es gut lief, können wir darüber reden, wie gesagt. Wenn es Ja. schlecht lief, reden wir jetzt auch über, aber halt ohne Job, ne? Ja, cool. Also nochmal so reden. Na genau. Dann können wir uns mal ein bisschen aussprechen. Und wenn ihr reinkommt, kommt ihr mit zwei Warns rein. Das heißt, ihr habt zwei Warnungen, bei der dritten ist man raus. Das Ja. heißt, ihr dürft euch keinen einzigen Fehler leisten, egal ob er beabsichtigt war oder nicht. Da müsst ihr euch einfach zusammenreißen und versuchen, euer Bestes zu geben, okay? Ja. Ich hatte Zwei ja. Warns, Nein, die ich gehen hatte. einem, ja, alles gut, die gehen einen Monat. Das heißt, in einem Monat sammeln wir die Warns und sollten es mehr als drei kommen, also sollten es drei kommen, wird gekündigt, sollten es bei zwei bleiben, werden die weggemacht. Soll es bei einem bleiben, wird auch weggemacht. Wollte mich gerade schon fragen, wie lange die bleiben tatsächlich sonst. Nee, bis ein Monat bleiben die. Nee. Weil eine Woche ist zu kurz. Weil in einer Woche, da kannst du so viel Scheiße reißen, wie du willst, und hast dann erst deine zwei Wohns. Zwei Wochen genauso. Deswegen ist es 4 Wochen angenehm. Und dann werden die halt in jedem Monat, an jedem Sonntag, also jeden Monat, an einem Sonntag, ist E-Besprechung immer, also jeden Sonntag ist eine Besprechung. Und dann in jedem Monat an einer Besprechung wird dann geguckt, wie viele Warns alle haben. Sollte einer mehr als zwei haben, raus. Sollte jemand unter drei haben, werden die weggemacht. Und so wäre es dann auch bei euch. Ja, ich hatte ja nur eine Verwarnung gehabt von Emily. Ja, wenn ihr reinkommt, kommt ihr mit zwei rein. Also ich sehe, ihr Ja, seid was. wegen dem Medding so beschießen. Ja, auch das. An sich, ich will sehen, dass ihr euch bemüht. Ja. Weil ihr könnt dann wieder jetzt Medic Scheiße bauen und fertig. Habt ihr einen Warn, das juckt niemanden. Habt ihr zwei Warns, juckt auch niemanden. Und das habt ihr den dritten, könnt ihr euch nicht mehr leisten. Deswegen mache ich direkt, ihr kommt mit zwei rein. Ich gucke einen ganzen Monat lang. Wenn es gut läuft, Warns weg. Wenn es nicht gut läuft, halt wieder raus, ne? Ja, da können wir mal so reden. Aber ich denke, das ist eine faire Entscheidung. Trotz dessen, dass ihr meine Medics umgeknallt habt, dass ich euch eventuell wieder ins MD aufnehme. Macht nicht jeder. Und würde ich jetzt eine andere Dreizehnte fragen, würde ich mir sagen, nein, vergiss es, lasst ihr mal draußen. Aber ich bin so nett, ich gebe euch die Chance. Aber solltet ihr halt wieder Scheiße bauen, dann kann ich halt nichts für nichts garantieren, ne? Ja, ist ja nicht schlimm. Alles klar. Dann machen wir es so, ihr kommt so, sagen wir, gegen 15, 16 Uhr. Ich denke, sollten ein paar mehr Medics auf jeden Fall da sein. Oder einer von euch gibt mir die Nummer. Ja, kann ich Dann rufe ich machen. ihn eventuell einfach an. Das geht auch. Kann ich Nummer geben? Warte, du bist so Ronny, ne? Ja, Ronny bin Nee, ich. Nee, Peter. Peter. Ah, Peter bist du, so. Ronny bin ich. Ja. Peter Stefan war das, ne? Ja. Die Nummer. 338 338. 226 226 7. 7. Kannst du ja mal probieren. Ja, ich rufe schon an. Guten Tag. Perfekt, perfekt. Hey, hab guten Tag gesagt und dann legen Sie wieder auf. Ja, natürlich. Wie heißt sie? Muchaco. Ja. Und Nachname? MMD. Alola. Ich hab dich Mochaco MD eingeladen, eingespeichert. Alles klar, was ist? Wenn die was ist los? Ich will dir immer noch die 300.000 geben. Nein. Nein, Was? du wirst mir die nicht geben. Doch. Bestimmt bald. Okay, Jungs, dann machen wir es so. Ihr kommt eventuell später wieder. Ja. Ich rufe euch dann einfach an. Ja. Und dann könnt ihr jetzt mit dem kommen, okay? Ja. Ja, Aber perfekt. Dann. es tut uns trotzdem leid. Alles gut, kein Problem. Wir können es ja nochmal dann in D-Funk diskutieren, wenn Sie möchten.
Na, das ist gut, passt schon. Okay, gut. Wir haben jetzt geredet. Ich hoffe, das ist geklärt. Und ich Ja. hoffe nicht wie beim letzten Mal, dass wir geredet haben und ein paar Stunden später liegen ein paar Medics von mir auf dem Boden. Ich hoffe, das passiert nicht. Ja. Weil dann, ich habe euren Namen. Ich tätige Anrufe, ist mega. Ich tätige 40 bis 50 Anrufe. Und lasst euch in die ganze Scheißstadt suchen. Ich kenne ein paar Polizisten, die würden für Geld euch einfach festnehmen, in den Knast stecken, obwohl ihr nichts gemacht habt. Das wäre denen egal. Gebt ein bisschen Geld, dann fertig. Ja, wir verstehen. Deswegen. Und von mir aus, die drücken euch die maximale für 120. Von mir aus, die geben dir sogar 500. Und ich glaube, du hast keinen Bock, 500 Minuten in den Knast zu sitzen. Wie viel? 500 Minuten. Hey, Wie lange nee. sind das? Um die, ich denke mal so, um Acht die, Stunden. ja, um die 8 Stunden, ja. Und ich glaube, doch, habt ihr keinen Bock, oder? Hey, nee. Nee. Ja. Deswegen, ich hoffe, ich schieße keine Medics von mir um. Weil sonst, ne, sehen wir uns wieder. Ich komme euch im Knast dann besuchen und fahre euch dann mit, schlage ihn noch einmal rein drüber, okay? Ja, ich dachte, du Das kriegst ist. uns in die Eier rein. Ja, das könnt ihr euch in die Eier schlagen, wenn ihr wollt. Soweit wollen wir es auch nicht drauf anlegen lassen, Ja, eigentlich. das ist gut, kein Problem. Ich Ja. sag ja nur. Ich habe mal Dann eine machen wir es. Frage. Ja. Möchten Sie wen grüßen? Warum grüßen? Ja gut, wie soll ich es Ihnen erklären? Ich bin Oh, die Cam gerade. läuft. Meinen Sie über Twitch oder was? Über Nee, über YouTube? YouTube dann. Also Ah. ich nehme ja gerade für YouTube-Videos auf. Ein YouTube-Video, so. Deshalb frage ich Sie ja, ob Sie grüßen möchten, wen. Ja, ich grüße Vadim. Also, hast du gehört, liebe Grüße? Meinst du auch? Okay, Jungs. Ja, gut. Alles klar. Sie können ja dann später mal vorbeischauen, wenn Sie möchten. Kann ich ja eventuell mal machen. Ja, warte, ich schreibe Ihnen mal meinen Kanalname. Alles klar. Soll ich es Ihnen jetzt schon schreiben, oder? Ja, ich schreibe dir das mal einfach mal. Muchaco MD. Sie müssten jetzt Post haben. Ja, habe ich gesehen. Gott, so heißt mein Alles klar. Kanalname. Okay, Mit Jungs. 323 Abonnenten. Das war gut dann. Ja, dann wünsche ich Ihnen erstmal einen schönen Nachmittag. Ich Ihnen auch, Mit ne? ja, Mittag, danke. Gottes. Alles Bis klar. dann. Ciao, ciao. War das aber knapp. geht. Kann ich öffnen. Noch nicht. Nee, noch nicht. Ich gehe hier raus. Alles klar. Lenny, wo bist du? Wie Lenny. Alles klar. Hallo? Hallo? Dann halt nicht. Nicht anwesend. Oh, das war aber ein schönes Gespräch mit dem Chefchen. Ja. Klatsch. Oh, da ist Lenny. Grüß dich. Oh. Lenny? Moin. Hey, wollen wir mit dem Lenny reden? Mit Lenny? Könnten wir dann eventuell mit ihr dann später fahren? Bist du jetzt wieder im Dienst oder was? Nee, ich habe Nee. mit dem. Na, ich rede auch nicht mal. Ich hatte mit dem Chef einen Deal. Also, der sagt, wir sollen dann mit ein paar Medics dann fahren. Und du sollst dann ihnen Details dann geben, wie es gelaufen hat. Gut, schlecht. Und dann, wenn Also es. sollt ihr mit mir fahren? Also zum Beispiel. Beide? Können wir auch machen. Und du gibst dann einen Bericht an den Chef, wie es gelaufen hat. Und dann können wir da nochmal reden mit ihm. Ja, können wir da machen. Ja. Aber ich würde dann so 15 Uhr kommen. Alles gut. Gut. Er ruft uns dann nochmal an, der Chef, wenn Ja. es dann Ja. soweit ist. Alles gut. Ja, danke, bitteschön. Schoko, ich mach das mit denen alles. Die haben mir gesagt, dass ich mit denen irgendwie Streife fahren soll. Autsch! Klatsch! Und so erstmal Leute, moin Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Merci City, GTA 5 RP. Heute zusammen mit dem kleinen Baby. Guten Tag.
Ja, na, ich konnte ja nicht nebenbei hier, moin Leute, ich wollte ihn ja nicht unterbrechen, weißt du, wie ich das meine? Ja. Und ja, wir haben gerade mit ein bisschen mit dem Chef geredet. Und wenn es euch fällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und ja, gut. Und Und schaut zur Bank gerne. fahren? Ja, das ist doch auch hier eine Bank, denke ich mal. Sollte man auch hier nehmen. Warte, ich gucke. Ich glaube nicht. Nö. Dann muss die Bank fahren. Warte. Fahren Sie noch irgendwas? Ja, will ich gerade nachgucken. Döner. Also ich eigentlich nicht. Ich habe noch 5 Döner und 5 Malversa. Ja, ich auch nicht. Also ich brauche auch nichts mehr. Also Freunde, schaut doch gerne in die Videobeschreibung. Da findet ihr Linktree. Linkstree. Und ja. Ja, gut. Soll ich da großartig sein? Rest ist ja Wissen eigentlich nicht. selbsterklärend. Und eine Bankmarkierung. Nö. Warte, ist jemand da? Von der jetzt. Nö. Nee, Nur Tür ist zwei. zu. Nur zwei hier. Na, MD. Der Chef und der Lenny wahrscheinlich. Jo. Ich weiß ja, wo die Bank ist. Wollte ja nur gucken, ob jemand da ist. Drück mal, mach mal Eier. Ah ja. Mal gucken, ob der Chef das Video sehen wird. Das würde ich als erstes dann hochladen. Ich mache nach unten nach. Oben. Das ist Päckchen. Nee. Den Sitz wieder sauber machen. Warte, frag nicht. Seid ihr stumm? Bin ich doch. Welchen Sitz denn? Ja, es sagte mir auch gerade, so welchen Sitz. Wir können ja das Geld teilen, wenn du möchtest. Jemand hat mein Auto geklaut. Jemand hat Warum? mein Auto geklaut. Haben Sie abgeschlossen? Nee. Wo ist eine Garage? Das Auto. Komm mit, wir müssen laufen. Was ein Dreck. Ich hätte den abknallen müssen hier. So, Hände hoch oder es knallt. Sie kommen schön mit von hinten. Denkt dran, ich habe eine Knarre. Wenn Sie was falsch, bleiben Sie mal kurz stehen. Ein was Falsches, dann schieße ich in Ihre Eier. Haben wir uns verstanden? Kommen Sie mit, Sie können Hände runternehmen. Muss doch jetzt nicht darstellen und Hände hoch. Die Fahrzeuge werden nicht gedespawnt. Zum Glück. Na, wenn's leer ist, aber nur glaube ich. Ja, wir waren ja aber länger weg als 50 Meter lang war. Ja, nur wenn's leer ist auch das Auto. Na, denkst du? Wir sind nie. Denke schon. Ist ja kein Mietwagen. So ein Arsch. Doch. Achso, hier ist Warte. die Oh, Garage. nee. Komm mit, wir müssen erstmal mit dieser alten Schrottmühle fahren. Was wollen Sie machen überhaupt? Jetzt erstmal dahin fahren am besten. Und wie viel Geld wollen wir uns teilen, Baby? Na, 66.000. 3.000 abgeben? Also 33.000. Baby? Ja. Dann kommt's ja hin. Wenn du 66 hast. Minus 33. Wie viel kommst du? Ja. Auf. 33. Ja. Ich habe 500 bestehen gelassen oben. Falls dich jemand ausraubt. Jo. Oder allgemein ein bisschen Bargeld dabei. Ach so, ja, gut. Die wird jetzt zugeschlossen. Die klaut ja eh keiner die Möhre. Jetzt bin ich im 3000 minus. Aber ja, auch egal. Hab's geklärt.
Bei mir war schon die ganze Zeit offen, das Tor. Was? Bei mir war schon die ganze Zeit offen, das Tor. Bei mir nicht. Was wolltest du sagen? Ja. Wir fahren jetzt zur Bank. Nee, warte, du kannst mir selber Bank überweisen, oder nicht? Doch, könntest du. Über die Bank selbst geht's doch nicht. Geht nur über das Handy. Ja, das meinte ich doch auch. Ich brauche Ihre Banknummer nochmal. 338. Wenn Sie das auswendig wissen. Kann ich selber das sagen? Ja. 2267. Ich kenne das auswendig. Jetzt kann ich mal die Bank-App öffnen. Ja, gut, passt. Hat ja gepasst. Vielen Dank. No. Hui. Out. Schöne Scharfbremse, gell? Ja. Wenn man schön voll mit 100 durch Karacho gemacht. Mir war heute Lücken zu viel drin. Ui. Außen vor. Einmal hier hin. Hallo? Hallo? Nein, Lenny? Mach du mal. Lenny? Hey, yo, Jungs, hallo? Mach das, warte. Guten Tag. Lenny? Lenny? Bitte? Ich halte mich bereit. Nein, dann gebe ich ihm das. Lenny? Ja. Jo. Lenny? Lenny? Ich hab nicht meine Waffe. Kurz aus. Lenny. Danke. Hm. Hallo? Ja? Wissen Sie, was hier los ist? Was ist? Wissen Sie, was hier los ist? Ja. Hm. War gut, dass es abgeschlossen ist. Hab ich ja auch abgeschlossen. Hallo. Ja? Hat jemand von euch eine Waffe? Ja. Welche? Was? Welche? Na, alles. Uiuiui. Ui, ui. Möchtest du wohl haben? Kostenlos? Nö. Ein Ding. Wegen Waffe. Aber. Na, wegen Kostenlos. Ja, das habe ich verstanden, aber das danach irgendwie nicht. Na, ob es kostenlos ist. Ach, nee. Habe ich auch gesagt. Kostet schon ein bisschen was. Ja, warte, ich rufe mal kurz den Medic an. Bisschen nerven. Ne, kleiner Schatz. Will nur was fragen. Es klingelt. Jetzt versuch, jetzt geht er nicht ran. Wahrscheinlich. Medic? Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Ja, hallo, hören Sie mich? Ja, ich höre Sie. Na, könnten Sie vielleicht mir die Nummer von Lenny geben, dass ich den anrufen könnte, wenn er Zeit hätte? Ja, ich schreibe ihn gleich, ja? Ja, gut, machen wir. Bis alles gleich. Klar. Ciao, ciao. Gut. Was meinte er? Also, hat man das gehört im Auto? Nee, was er sagt, ja, was du gesagt hast, ja, aber nicht, was er gesagt hat. Hört man nicht. Leider, gell. Ja. Warum gibt es da Lautsprecherfunktion, aber kann man die aktivieren?
Verstehe. Weiß ich nicht. Was hat er gesagt? Na, dass er mir die Nummer gleich schreiben könnte von Lenny. Lenny? Ja. Ui, Lenny. Luis! Ui, schön abspritzen. Steck doch mal aus. Ah, hier! Yeah. Schön abspritzen. Oh, schön, schöne Po hinten rein spritzen. Ja, da kommt nichts mehr. Menno. Ach so, ich hab Modo vergessen auszumachen. Schön die Scheibe kaputt machen. Klassiker. Die war schon die ganze Zeit kaputt. Und ich hab Durchfall. Mach den Laden hoch. Wollte ich jetzt nicht wissen unbedingt. Doch, wolltest du. Nee. Was brauchen sie schon wieder? Alles klar. Au! Ups, sorry. Mensch! Ein Ladenraub, Hände hoch oder es knallt. So, sie bleiben jetzt so stehen, wie sie jetzt sind. Ach, Scheiße, kann dich nicht fesseln. Hast du so ein Glück? Kommen Sie mit. Kaufen Sie was. Nein, Spaß. Nein, komm, komm. Hände runter. So richtig. Ich stecke hier meine Knarre weg. Hier ist der Knacheladen. Vielleicht kann ich mir auch andere Knach kaufen, außer nur die langweilige. Weißt du, wie ich das meine? Ja. Zum Beispiel auch den Taser. Das wäre lustig, gell? Ja. Da fresse ich aber ein Besen. Besen. Es. 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 Schmeckt's? Ja. Gibt's denn da schon wieder Schönes? Rot. Hm. Probier mal, ob du einsteigen kannst. Wo? Ja. Nee. Was ist mit ihm? Eine Macke? Nö, abgeschlossen. Gut. Warte, ich laufe nur mal einmal um den Block. Gucken, wo man Waffen kaufen kann. Na, hier nicht. Ja, doch, weil hier Waffensymbol angezeigt wird. Hast du was? Ja, hier. Du machst Ladenbesitzer keine Ahnung. Oh, drei Polizisten müssen da sein. So. Ja, ist auch ein Raub, ist auch, glaube ich, ein Raubüberfall. Ja. Wäre ein Raub. Ja. Gibt's ein Schwarzgeld für, glaube ich. Warte. My baby. Mein Baby. Mensch, muss ich jetzt auch mit Chakos, Machakos reiten. Wieso? Warte. Was schreibt denn Schönes? Hab nur geschrieben, wo die Nummer ist von Lenny. So. Weil er gesagt hat, er schreibt es mir gleich.
Na, gleich ist eine Was sagst du mal bitte? Kann viel bedeuten. Ja. Mit ihm los. Ah. Warte, dass du noch aussteigen kannst. Steig aus. Hallo? Ich brauche Hilfe. Wenn Sie reden können, bitte reden. Hm. Na, da kann dann eh nicht mehr geholfen werden, weil er Kopfschuss kassiert hat. Weißt du, wo er dann hinkommt? Schreib dich mal. Leichenkammer. Bin was, ich doch. Hat er das gehört? Nee. Warum soll er das hören? Ja, ich will nur gucken, wo man extra Waffen kaufen könnte. Weil ich ja alle Waffen kaufen möchte. Der Scherz. Wo ist denn hin? Hallo, besser fahren lernen. Hallo? Ja, hallo? Was ist hier passiert? Ja, hier hast liegt. Du? Der eine liegt hier Unmacht. Hast du Money? Nö. Hast du Waffe? Nee. Ich lieg Boden. Haha, sehr lustig. Hallo. Guten Tag, tschüss. Vielen Dank. Oh, weg, du Chinese. Chinese. Hallo? Hallo? Ich hab den hier geholt. Ja, vielen Dank. Ja, nichts zu danken. Wir helfen ihm. Jo. Eine Frage. Können Sie mich irgendwo mitnehmen? Was? Können Sie mich irgendwo hin mitnehmen? Ist Ihr Auto kaputt? Ich habe gar kein Auto. Ist das nicht Ihres? Nein, das ist nicht meine. Ihr könnt doch fahren. Ist kostenlos. Kostenlose Fahrdrive? Ja. Tschüss. Wo ist denn dein Auto? Mann, ist da vorne, weil er so ein Medic mitgenommen hat. Oh, kann er nicht fahren, der Ronny? Nee, ich beschwere mich jetzt auch. Ach komm. Nö, da kann mich mal am Arsch lecken. Markier mal Krankenhaus. Ich beschwere mich jetzt so. Da kann mich mal am Arsch lecken. Ui. Will ich sehen. Na, ich lass mich schon eine Ausrede einfallen. Mach dir keine Sorge. LSM, die sind drei. Wie drei? Meine Fresse. Hallo? Was sind deine Mission, ey? Sind blöd oder was? Was? Der Medic hat den so fast mitgenommen, den Kollege da. Ja. Den versucht abzuräumen. Ich rufe ihn jetzt an. Nee. Ja, hallo? Ich möchte mich gerne mal beschweren. Hallo? Hallo? Ich möchte mich gerne mal mich beschweren. Beschweren? Ja. Na, wegen einem Medic, der mich umgefahren hat. Dann kommt's mal mit dir. Ja, bin ich schon. Ja, ich komme. Ja, bis gleich.
Jetzt wird schön beschwert. Du bist Psycho, stimmt's? Ja. Brauchst du auch seinen Namen oder sowas oder seine Nummer? Na, das war der dritte Medic, nicht Lenny und nicht Tier R. Jetzt ist ein Mechaniker da. Ich mach schon mal die Tür für den lieben Muchacco. Ja. Komm her. Oder kommt er jetzt? Tschüss. Freunde, wir machen mal eine kurze Pause, bis er da ist. Bis gleich, meine Lieben. Ey, wollen wir jetzt den Support? Baby. Hier ist gerade jemand, der ist. Ja, jemand sitzt im Support 10. Dann müssen wir halt im Warten. Ist ja nicht schlimm, oder? Oder? Nee. Komm, wir warten. Au! Hallo? Hallo? Peter, du Penis, carry den. Das ist der Rote. Der hier hat uns gekillt. Fesselt den mal. Fesselt den mal. Hallo? Immer stehen. Schieß ihn doch mal tot. Ja, ist gut. Carry. Ja, passt so. Ja, Peter, deine Mission. Sogar, ne? Was? Bist du Medic zu bringen, Vollidioten? Hallo, wir wurden um. Also, du machst echt gar nichts. Unhilflich. Ich bringe dich sogar zu Medic. Wollt ihr mich verarschen? Ja, lieb von ihnen, aber. Du hättest ihn mal fesseln können. Ich bin nicht im Auto. Ja, geht ja nicht. Du hättest den aber am Platten schießen können. Ja, kann ich ja gleich machen, ne? Ja, bitte fessel den Roten. Ich kann den nicht fesseln. Nicht du, Herr Medic. So. Meint hier der Polizist. Warte, wird mal. Ja. Leute, ja. Soll ich die auch hochholen? Ja, kannst du mir. Wir haben nichts gemacht, die waren einfach tot, ich hab die geholt. Ja, das war der eine Rote, der hier. Polizist. Geschehen. Ja, vielen Dank. Peter. Was? Peter? Wieso hast du die Haare gemacht? Mann, mach mal wieder Glatze. Nö. Nee. Kannst mich mal. Mach Glatze, Mann. Peter, mach dir eine Glatze. Nein. Wieso nicht, Mann? Schade. Nix da, ich drück nicht L, L, Y. Ach. Shelby, aber Shelby. Nee, wer ist das? Drück jetzt, spiele Gamer. Nein. Ich abonniere dich auch, Mann. Aha! Jetzt lache ich! Normal musst du lachen. Lass mal kurz was gucken. Kannst du erstmal den roten fest in der andere? Hast du 300 Abonnenten, Homie? Was? Hä? Das ist! Aufpassen, ich platziere mein Auto. Oh, mach ruhig. Ui, ich komm gerne mit. Ich nehme sie mich. Ach komm. So ein Arsch. Stimmt's? Zum Glück hat er uns nicht kontrolliert, gell? Mensch, jetzt dürfen wir wegen ihm zurücklaufen, alles.
seine Mission. Yo, Peter! Ist Peter hier neben mir? Was? Nee, bin ich Peter. Peter! Ja. Yo, Peter, ich hab dein Video gerade angeschaut, Mann. Ja, sehr lustig. Video, Mann. War das gerade ein Witz? Nö. Willst du mir? Ich hab dein Minecraft-Video angeschaut. Ach, welches Video? Wie heißt der Titel? Das, was du vor 5 Tagen hochgeladen hast. Keine Ahnung, wie das heißt. Ich hab das einfach reingezogen, Mann. Ah ja. Das GTA-Video kommt auch gleich online hier, wenn ich fertig bin. GTA? Ja, was ich jetzt aufnehme. Geil, Mann. Guck mich an, steck jetzt ein. Steck ein, ich bin nicht so mit eurem Auto da. Ja, das wäre lieb, wenn du den roten auch gleich festsetzt. Wenn ich den noch finde, Mann. Abgeschlossen. Ja, wir kommen mal mit dir mit. Ronnie Meyer. Bitte. Ronnie Meyer, Digga. Wo haben sie ihr Führerschein gemacht? Ja, gar nicht, Mann, gar nicht. Dann euer Auto ist weg, Digga. Soll ich jetzt Abschlepp hochbringen? Ja. Können sie dann hinter uns herfahren? Vielleicht kommt der Rote dann zwischen uns wieder. Wenn er kommt, dann finde ich euch. Ich finde euch schon. Naja, wie willst du uns finden? Irgendwie, wollt ihr das Auto da nehmen? Au. Das Auto ist zugeschlossen bei denen. Ist aufbrechen. Was? Egal, hol euer Auto. Ja, fahr hinter uns her, wenn du möchtest. Ah, 3000. Der kann aber echt gut fahren. Guck, gleich. Können wir jetzt. Au! Ja, RAM haben wir nicht abgemacht. Da... Ey, wann werdet ihr wieder Medic? Ja, wenn wir es mit dem Chef geklärt haben. Das wird am Freitag dann sein. Okay, passt. Wetten, der Rot kommt gleich. Wahrscheinlich. Der Bull kann echt gut fahren. Nicht. Ja, genau, nicht. Jetzt muss ich noch eine Minute warten. Wir fahren zum Apfel. Ja, dann kann man das auch mit friedlich klären. Stimmt's? So ein Arsch, gell? Stimmt's? Wollen wir über Highway fahren? Hallo? Achso, hallo? Guten Tag. Wollen wir über Highway fahren? Was können wir machen? Ruf an über den Funk. Guten Tag. Hallo? Guten Tag. Sie können sich stumm schalten. Nur weil ich einen Platten geschossen habe. Und? Was ist daran so schlimm? Sieht er nicht. Max? Ja. Essen. Daddy? Ah. Hi. Moody. Ist nicht lustig. Ahem.
Nein. Was denn? Warte. Hallo? Hm. Vergesst mich zu entstummen. Hallo? Wird denn der längs? Ist der dumm? Also, den knall ich ja. Hast du gehört? No. Und fährt der da runter und wäre dann wieder, hä? Weiß ich doch nicht, was sein Problem ist. Aber oder Mission. Oder wird das Auto wie langsamer wegen dem Benzin? Benzin. Weiß ich nicht. Hier war er nicht. Woher hörst du das? Was? Woher weißt du das? Wegen den Schranken. Weil die nicht hier, hier kaputt waren. Kaputt. Mein Schnucki. Mein Baby. Ich bin kein Baby. Mach kein Baby. Eier. Eier. Bin kein Baby. Was denn? Nix. Los, Mama, Eier. Eier. Müde. Aber guck mal, Auto ist immer noch ganz fast. Ja, bis auf die Tür. Die immer abfällt. Müsste einmal den PC durchstarten dafür eigentlich. Oder weißt du was? Wo fahren wir jetzt hin? Warte. Hab's markiert, Baby. Baby. Sie wollten Äpfel pflücken. Ach. Was ist denn hier los? Scheiße, Tür ist fast zugegangen. Ist so wie Magnet, der so festhält. Oder so, gell? Platsch. Jetzt haben wir fast keine Tür mehr. Au! Und Ronny ist das. Ronny! Hui! Aber wir sind schön auf dem Po gelandet, war ich.
Warte, ich könnte meinen Bodyguard anrufen. Warte mal, wer? Michako. Ja. Aber denkst du, der wird uns helfen? Nur bis jetzt hat er uns noch nicht angegriffen wieder. Das wird unser neuer Haus werden. Sein. Pum. Ich. Das kostet ja Schuppen. Ja, 50 Millionen. Warum sind teuer? Hab mich doch. Dann holen wir mal einen. Da schauen wir mal alles vorbei, was hier. Bleib du im Auto? No. 35. Alter. Millionen, ey. Noch teuer geht's gar nicht. Mehr. Ja. Scheint ein bisschen außerhalb der Stadt zu sein. Das ist günstiger, glaube ich. Hier oben ist ein bisschen teuer. Ja. Aber teure Gebiete. Dafür ist meine Stoßstange ab. Im Kofferraum. Jetzt müsste noch das Dach ab. Nein. Ja. Wie heißt der Mochako, gell? Ja. Nicht erreichbar. Oder vielleicht geht er drauf an? Ja. Hallo? Ja. Yeah. Könntest du uns einen Gefallen tun? Was für einen Gefallen? Können wir uns kurz bei MD treffen? Ja, können wir jetzt gleich machen. Ich mach kurz eine kleine Heli-Prüfung, dann kommen wir. Dann ja. Komm ich. Ja, wie lange alles könnte gut. Das ungefähr dauern? 5 bis 10 Minuten. Oh. Also nicht länger. 5 Minuten, okay. Sagen wir. 5 Minuten. Ja gut, kannst du mich anrufen, wenn du da bist? Ja, mach ich. Danke, tschüss. Ciao, ciao. Also wir treffen uns gleich mit ihnen. Bei MD. Ja. Hui! Na komm, sag. Hui! Hui! War das aber knapp. Klatsch. Was stand da? Die Fracht? Alle Bullen sind am Haus drin. Der Motor war aber kochheiß. Drück auf Gummi. Na komm, sag. Wie Gummi. Achso, du hörst mir noch im Game jetzt nicht mehr. So ein Arsch ist doch, gell? Die Ampel ist gerade runtergeflogen. Tschüss. Oh ne, den Schleichweg will ich aber nicht fahren unbedingt. Warum lachst du? Weil du im Randalieren bist da. Meinst du wie jetzt? Ja. Oh, nee. Nuki. Henno, das knallt. Nicht du. Zeig dir mal Stinkefinger. Ja, wie habe ich eigentlich schon geknurrt? Ui, knutschen. Schön abspritzen. Ui. Mujako ist. Mochako.
Auto reparieren lassen. Schon wieder. Ja, guck mal, wie es aussieht. Sorry. Sorry. Klatsch. Sind sie ja wieder. Alle? Alle? Hallo? Können Sie mein Auto reparieren lassen? Fährt jetzt aber nicht mehr. Was? Das Auto fährt nicht mehr. Ja, mal kurz. Das fährt gleich wieder alles gut. Warte, bleib du so. Das ist es, oder? Was ist das? Jo, damit glänzend. Ich muss mal gucken, was war das? Ah ne, Bubblegum war's. Das war's, oder? Ja. Dankeschön. Schon nochmal wieder. Schon noch ein anderes Auto. Hallo? Was brauchst du hier? Na, ich war. Sind Sie hier der Mechaniker? Ja. Ich würde gerne Auto reparieren lassen. Reparieren kostet 3.000. Also 3.000. Ja. Gut, könnte man mein Auto auch Unterbeleuchter anmachen? Das kostet extra 15.000. Okay, und die Farbe mit von Unterbeleuchter? Die Farbe ist dabei, ja, also wenn du Unterbodenbeleuchtung 5K. Also wie viel macht das insgesamt jetzt für Reparatur und Unterbeleuchtung? Das wären 18.000, aber ich mach kurz da noch das Pack drauf, das geht ganz schnell und dann. Ach. Guten Tag. Was? Ich war im Kopf. Hallo? Ja, hallo? Sind Sie auch der Mechaniker? Nee, nee, ich bin Tiefrohrender. Ach so. Lass mein Auto nur den ganzen Tieren. Wir müssen auf jeden Fall gleich Äpfel pflücken. Ah. Äpfel. Essen. Guck mal, ich kann auf meinen Kofferraum steigen. Set the down, please. Alter, was für eine geile Kache. Hallo? Ich will noch eins. Meine Fresse. Warte doch mal lernen. Könntest du es lassen? Ja, es tut mir leid. Okay. Ja, es tut mir leid. Jungs, was braucht ihr denn nochmal die Moten? Warte, ich helfe Ihnen schon mal ein bisschen. Euer Auto sieht scheiße Nein. aus. Nein, ja, beide auf, bitte. Wen juckt's? Ja. Also du weißt es unter Bodenbeleuchtung und Reparatur oder was? Ja, warte, ich fahr schon mal hier drauf. Ja, ich bräuchte da nur einmal. Ja, ich weiß. Na, Unterbeleuchtung blau, bitte. Ja, ich bräuchte dann einmal erstmal die 18.000. Ja, 18.000 geht ja noch. Ist ja ein Schnäppchen. Mhm. Eine Frage. Mhm. Könnte man sich hier bewerben? Heute Abend, wenn der Boss da ist, dann ja. Aber sonst glaube ich nicht. Also heute eigentlich. Ja. Also ich glaube auch heute, dass der erst später kommt, weil er hatte gestern gesagt, dass er ja nicht so viel Zeit hat. Rot oder? Na, hellblau, ja, genau, hellblau will ich. Hellblau? Ja, es wird türkis, ja, genau. Aber bitte fahren Sie bitte langsam runter. Buh, buh. Ah! Reparier ich einmal nochmal. Das war vorsichtig auf jeden Fall. Naja, dann lass mich dann lieber mal fahren. Ich zeig mal, wie der Chef das macht. Autotune. Guten Tag.
Danke. Jetzt soll es bei jemandem aber nicht sein. Danke. Könnten Sie mein Auto noch einmal ganz kurz ziehen? Wieder die Farbe einfach nur. Einfach nur die Farbe wieder drauf machen. Da liegt eine Tür auf dem Boden. Jetzt habe ich eine kleine Schrammau. Aber schöne Unterbeleuchtung, gell? Ja. Ach so. Ich ruf mal Machaco an. Michaco, Machaco. Ob der Chef da ist. Hallo? Ja. Sind Sie schon bei MD? Ich komme jetzt. Ach so, wir kommen jetzt auch. Alles klar. Bis gleich. Ich komme jetzt, Emily, warte. Ich sehe den Hubschrauber. Das ist mit Chaco. Chaco. Latten muss er lernen. Ja. Ich bin fast eine Bruchlandung gewesen. Ja. MD. Der Idiot ist runtergefallen. Der hat auch einen Kopfschuss. Der hat Kopfschuss. Die haben beide Kopfschuss. Ey, die haben beide Kopfschuss. So, die habe ich mir jetzt aber geklaut einfach, ne? Ey, die haben beide Kopfschuss. Ich habe alles auf GoPro, wenn ihr schon carryt. Ey, MDler, du holst kein PDler hoch, okay? Alle Kopfschuss. Ey, der soll die Leichenkammer machen. Leichenkammer. Ich helfe ihm. Alle Leichenkammer, bitte. Ja, also ich bin der 12er, warte, ich bin 12er, geh mal weg. Also was passiert? Carryt euch mal, Pidila. Oder lasst ihn mal los, ja? Pidila, carryt euch. Na, was ist dein Problem? Lass ihn doch mal holen. Alle Leichenkammer, danke schön. Kano, wollte sterben? Ja, wenigstens habe ich ein dummes. Medic, holt die mal. Die Polizei sind da. Medic, hol mal. Medic, die haben alle Kopfschuss. Du weißt. Du in roter Jacke, nimm den mal bitte mit den anderen Pindilla. Ja, hätte die ich. Die haben eh alle Kopfschuss. Er hat das eh reingeschrieben, du Idiot. Was? Selber Idiot. Medic, können Sie die einmal für tot erklären? Wo ist der hin? Ah, hab ich gefressen. Tot erklären? Kanon, wollt ihr eigentlich alle sterben? Was ist mit dem Polizisten los? Der läuft da barfuß. Ja. Hey Jungs, was macht ihr, Digga? Seid ihr dumm? Ja, Medic, Digga, ihr kriegt so eine Ausrede, wenn ihr das jetzt nochmal macht, Digga. Ich hab alles auf Vorfall. Ich glaub, das müssen wir auch mal machen. Polizei. Bin ich der Einzige, der ordentlich gefahren hat? Reden am Boden, an Kevin. Dann darf ich improvisieren, oder? Ach, du weißt es, glaube ich, nicht mehr. Meine Fresse. Thank you.
Nee, ich rufe ihn mal an. Mucha, guck mal an. Scheiß Husten, gell? Na, no. Was ja. Latsch. Enno, das knallt. Hast du das gesagt? Nee, der Kollege dahinter hat das gesagt. Hallo? Ja. Haben Sie Mahlzeit gesagt zu mir? Was? Haben Sie Mahlzeit zu mir gesagt? Mahlzeit? Nee. Weil ich gerülpst habe. Hast du es überhaupt gehört? Was? Hast du es überhaupt gehört, dass ich gerülpst habe? Als du geredet hast, so, ja klar, ich hab gehört. Gerülpst. Ach, gerülpst. Nö. Schade. Also, ich hab's gehört. Ich hab mal eine Frage. Was habt ihr mit Polizist gemacht? Ja, OGs dachten, dass sie die krassesten sind und wollten die Pedila klauen. Ach ja? Welche Frag seid ihr? Ja, gar keinen, noch nicht. Weil ihr selber Outfit anhabt, deswegen. Hör's. Enora, es knallt. Oder ihr Safe Zone. Ja, ich weiß, Enora, das knallt. Nein, ich hab Angst. Kommen Sie mit. Wollt ihr Kanon? Nein. Oh, Enor! Ey, Medics, da hinten liegen zwei bewusst. Ein bewusst. Enor! Ich bin kein Medic. Schade. Medic! Ja, wer ist denn da tot? Sag mir erstmal wer. Ja, der Pedida. Ja, die darf ich nicht hochholen. Doch, darfst du. Doch, nein, darfst du. Er hat keinen Kopfschuss bekommen. Idiot. Ach, Mann. Penis, du Ruder hast einen kleinen Penis. Ey, ich hab einen größeren als du. Meiner ist 25 cm. Deiner 0. Nein, meiner ist größer. Ah. Ja. Komm, vergleich jetzt. Komm, vergleich. Ja, witzig. Oh Mann. Komm her! Sind Sie nicht derjenige, der die ganze auf die Fresse bekommen hat? Ich bin in den Arschloch, Junge. Nö. Doch, ich musste dich zweimal hochholen, ne, Kollege? Hallo, wenn wir verrecken wegen den die Arschlöcher. Mensch. Wir suchen jetzt jemanden uns auf, gell? Oh nein, ich hab Angst. Ja. Der Witz war schon gut, gell? Ja. Ich hab gestern zu viel reingeblasen. Ui. Na komm, sag. Ui, blas. Ui, blasen. Markier mal Apfel.
Apfel. Birne. Pflaume. Dachte Gurken. Ui, Gurken. Dachte Gurken was. Schon Gurken reinstecken. Klatsch. Warum fliegt ja alles um? Das sieht doch nicht. Ich halte mich mal hier dran. Na komm, sag. Klatsch. Er darf das her, er darf doch Medics holen, oder nicht? Bedealer. MD. Ja. Darf er doch holen. Ja, Freunde, ich würde sagen, das war's jetzt mit dieser Aufnahme. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst gerne ein Like, ein Abo da. Dann sehen wir uns bei der nächsten Folge wieder. Bye, bye und Adi. Tschüss. 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 Tschüss.